Unser eigenes Immunsystem kann normalerweise entartete Zellen erkennen und unschädlich machen, bevor sie für den ganzen Körper gefährlich werden. Doch Krebszellen sind wahre Meister der Täuschung. Sie haben Strategien entwickelt, um sich vor dem Immunsystem zu verstecken und vermehren sich im Verborgenen. Unsere bisherigen Behandlungsmöglichkeiten gegen Krebs wirken alle von außen auf den Körper ein. Wir schneiden den Tumor heraus, behandeln ihn mit Zellgiften oder versuchen, den Tumor kaputt zu strahlen. Doch was wäre, wenn es eine Möglichkeit gäbe, unser Immunsystem so umzuprogrammieren, dass es Krebszellen wieder erkennt und den Krebs von selbst zerstört? Quasi den Krebs von innen heraus bekämpfen. Genau das ist inzwischen möglich mit einem Verfahren, das den Namen CAR-T-Zellen trägt. Was genau steckt hinter dieser Therapie? Schauen wir es uns an. T-Zellen sind Immunzellen, die im Körper patrouillieren und die Oberflächen unserer Zellen scannen. Fällt den T-Zellen dabei eine krankhafte Veränderung auf, zerstören sie die aufgespürte bösartige Zelle. Doch Krebszellen entziehen sich durch ein paar heimtückische Tricks unserer Immunabwehr. Sie sind für das Immunsystem unsichtbar. Und genau hier greift das neue Verfahren ein. Bei CAR-T-Zellen handelt es sich um eine Immuntherapie, bei der das eigene Immunsystem gegen den Krebs scharf gemacht wird. Dazu werden dem Patienten mithilfe einer Blutwäsche T-Zellen entnommen. Im Labor wird dann in die T-Zellen der Bauplan für einen besonderen Rezeptor mithilfe eines harmlosen Virus eingeschleust. Dieser Rezeptor ist wie eine Art Sensor, der es den Immunzellen später ermöglichen soll, bösartige Zellen aufzuspüren und abzutöten. Man rüstet also die Immunzellen des Patienten mit einer Präzisionswaffe gegen Krebs aus. Man nennt den krebsaufspürenden Sensor CAR. Die Abkürzung steht für Chimera Antigen Rezeptor. Und daher stammt auch die Bezeichnung für diese Behandlungsmethode, CAR-T-Zelltherapie. Die aufgerüsteten T-Zellen werden dann noch im Labor millionenfach vermehrt. Anschließend werden dem Patienten seine eigenen, umprogrammierten Immunzellen zurück ins Blut gegeben. Diese Super-T-Zellen spüren den Krebs auf und beginnen, die Krebszellen zu zerstören. Unser eigenes Immunsystem bekämpft den Krebs. Und im Idealfall kann es das jahrelang. Denn im Gegensatz zu üblichen Medikamenten, die nach der Behandlung wieder aus dem Körper ausgeschieden werden, sind CAR-T-Zellen eine lebende Therapie. Die umprogrammierten T-Zellen sind für lange Zeit im Körper überlebensfähig und vermehren sich dort weiterhin. Sollten einige Jahre später die Krebszellen erneut auftreten, können die CAR-T-Zellen auch diese zerstören. Und das, obwohl die CAR-T-Zelltherapie nur eine einmalige Behandlung ist. CAR-T-Zellen sind zwar bei einigen Patienten hochwirksam, ihre Anwendung ist aber leider auch mit erheblichen Nebenwirkungen verbunden. Wenn die hochgerüsteten T-Zellen beginnen, den Krebs zu bekämpfen, werden schlagartig große Mengen an Zytokinen freigesetzt. Das sind Botenstoffe, mit denen unsere Immunzellen untereinander kommunizieren. Bei der CAR-T-Zelltherapie tritt ein regelrechter Zytokinsturm auf. Und das bei nahezu jedem Patienten. Das führt zu einer Überreaktion der Immunabwehr. Die Folge? Grippeartige Symptome wie Fieber, Schüttelfrost, Erschöpfung, Muskel- und Gliederschmerzen. Doch der Zytokinsturm kann noch viel gefährlichere Folgen haben. Herzrhythmusstörungen und Organversagen. Neben dem Zytokinsturm können auch neurologische Nebenwirkungen auftreten wie Schwindel, Verwirrtheit, Sprachstörungen, Krampfanfälle und Halluzinationen bis hin zu lebensbedrohlichen Hirnschwellungen. Diese Nebenwirkungen können inzwischen allerdings gut medikamentös kontrolliert werden. Ein weiteres Problem bei dieser innovativen Therapieform? Sie ist extrem teuer und aufwendig. Für jeden Patienten müssen individuell seine eigenen Immunzellen entnommen und im Labor aufbereitet werden. Bis die CAR-T-Zellen fertig sind, dauert es einige Wochen. Und ganz billig ist das auch nicht. Eine einmalige Therapie kostet pro Patient im Schnitt etwa 300 bis 400.000 Euro. Zudem sind nur bestimmte medizinische Zentren in Deutschland überhaupt dazu in der Lage, diese Therapie durchzuführen. Und leider ist diese Behandlungsform bisher nur gegen eine Handvoll Krebserkrankungen einsetzbar. Man kann damit momentan leider nur flüssige Tumore, also bestimmte Blutkrebsarten und Lymphdrüsenkrebs behandeln. Man kann CAR-T-Zellen noch nicht gegen solide Tumore verwenden. Das liegt einerseits daran, dass es für die CAR-T-Zellen in einem festen Tumor viel schwieriger wäre, Gewebebarrieren zu überwinden, um überhaupt die Tumorzellen zu erreichen. Andererseits braucht man für die CAR-T-Zelltherapie eine Oberflächenstruktur, die spezifisch auf Krebszellen, aber nicht auf anderen gesunden Zellen vorkommt. Bei Blutkrebs ist eine solche krebsspezifische Struktur viel leichter zu finden als bei soliden Tumoren.
Auch wenn dieses neue Therapieverfahren bisher noch große Einschränkungen besitzt und extrem teuer ist. Die CAR-T-Zell-Therapie ist ein medizinischer Durchbruch und besitzt ein unvorstellbares Potenzial. Nicht nur, dass es in Zukunft möglich sein könnte, CAR-T-Zellen auch gegen solide Tumore wie Brust- oder Lungenkrebs einzusetzen. Krebs ist nicht das einzige mögliche Anwendungsgebiet. Man stelle sich vor, man könnte unsere Immunzellen so programmieren, dass sie auch Infektionskrankheiten wie HIV effektiv bekämpfen oder man damit Autoimmunerkrankungen heilen könnte. All das könnte durch diese neue Therapieform in Zukunft möglich werden. Und das Faszinierende daran? Der Schlüssel zur Behandlung all dieser Krankheiten liegt schon jetzt buchstäblich in unserem eigenen Blut. Vielen Dank fürs Zuhören.